Diebe in Vampire's Dawn. Ich bin die Steve und... Euer Let's Play Retro World. Ja, und es geht weiter bei Vampire's Dawn. Der Dieb gehört ja beim letzten Mal mir, sprich, er gehört immer noch mir. Voila! Es gibt keine Tür, die meinen Fähigkeiten widerstehen kann. Endlich sind sie weg. Ich habe schon den halben Tag darauf gewartet. Ha, wenn die drei wüssten. So, nun muss ich nur noch dieses ominöse Zauberbuch finden, von dem Meister Asghar sprach. Damit kann ich ihn endlich aus dem Reich der Blutgeister zurückholen. Obwohl, er ist ja ein Vampir. Vielleicht eher ins Reich der Untoten? Hm, wer weiß. Ist ja auch egal. Wie auch immer. Ich sollte mich beeilen. Meister Asghar wartet nicht gern. In seiner jetzigen Form als Blutgeist erleidet er unendliche Qualen. Daher ist die Zeit knapp. Ja, wenn er sowieso schon unendliche Qualen hat, dann kann er ruhig noch ein bisschen weiterleiden. Ja, wir haben jetzt Thrive. Wir haben jetzt Thrive und wir haben das Inventar. Ja, war ja auch klar. Ist egal, du musst nicht lange suchen, geh da hinten zum Regal. Genau. Ich glaube, in einem der Regale müsste stehen. Wo haben sie es nur versteckt? Ha, hier ist es nicht. Aber merkwürdig. Sieht so aus, als wäre da hinten ein kleines Geheimfach oder so. Aber da ist kein Loch, wo ich meine Dietriche verwenden könnte. Es muss irgendwo einen Schalter geben. Da bin ich mir sicher. Schau mal bei der Pflanze. Nein, bei der Rüstung. Das ist nur eine Zierrüstung. Also meiner Erfahrung nach befindet sich der Schalter... Sollte sich der Schalter hier befinden. Ist doch immer so. Da zieht man mal an einer Fackel oder einer Waffe, der so unscheinbar herumsteht. Und schon hat man irgendwo eine Geheimtür geöffnet. Katsching! Ich bin der Beste. Ah, das Geheimfach ist offen. Und was sehen meine schönen Augen? Das alte Zauberbuch der Elras-Magier. Okay, ich hab's. Jetzt nichts mehr raus und ab zu Asghars Schloss. Tja, dann dürfen wir jetzt erstmal wieder von Klenner nach Asghars Schloss. Hm. Das hat er doch gerade eben schon mal gesagt. Ja. Ich wiederhole mich gern. Und so machte der Dieb sich auf den weiten Weg, um seine Belohnung zu holen. Nach mehreren Stunden erreichte er endlich den Fuß des Gebirges, auf dem Asghars Schloss liegt. Wie ging das so schnell? Er musste ein Meer überqueren. Ich wollte gerade sagen. What the f... Egal. Ja, das... Schauen wir doch mal direkt nach, ob es die Höhle noch gibt. Ja. Warum muss das Schloss auch nur so hoch auf einem Berg liegen? Grummel, Grummel. Wir alle wissen, hier hinten... Genau, hier hinten gab es eine Höhle. Ja, die ist auch nicht mehr da. Die ist nicht mehr da. Die Höhle wurde wahrscheinlich verschüttet. Ja, dann erkunden wir mal hier die Gegend. Ja. Sieht auch ein kleines bisschen anders aus als im ersten Teil, oder? Ja, ja. Zum Beispiel hier mit den ganzen Löchern und so, ne? Ja, was? Wo gehst du jetzt hin? Geh weiter nach oben. Hier gibt's nichts zu erkunden oder so, ne? Ja. Hier ist einfach nur Landschaft, die neblig ist. Ja, wo geht's zum Schloss? Ein Weg, der sich interessant verzweigt. Dass man hier mal andere Charaktere spielt, ne? Im ersten Teil hat man ja keinen anderen gespielt. Da gab es nur Asghar, Weiner und Irene. Obwohl man laut Maker hätte auch mal Ronak spielen sollen. Ah, Ronak. Vielleicht kann man den ja mal im zweiten Teil spielen. Kurze Zeit später, tief in Asghars Schloss. Der Dieb hat auf jeden Fall erstaunliche Fähigkeiten, dass er da jetzt so problemlos zurechtkommt. Meister! Meister Asghar! Wo seid ihr? Ja, Leute. Diese Qualen. Hast du das Buch? Ja, Leute. Das ist nicht Vincent Vayner, sondern Asghar. Weil Malix das Faceit so cool fand. Und deswegen sieht jetzt Asghar so aus. Ja. Ich halte davon gar nichts von so einer Entscheidung, aber gut. Mir ist persönlich ist es damals, als ich 14 war, nicht aufgefallen. Und jetzt ist es mir einfach egal.
Meister, ich habe euch das Zauberbuch besorgt. Das ist die erste gute Nachricht seit Jahren. Bald werde meine unbeschreiblichen Qualen ein Ende haben. Gleich bin ich endlich wieder ein Vampir. Und ihr macht mich dann auch zu einem Vampirmeister, Aska, als Belohnung, oder? Na, natürlich. Ich werde dich in einen prächtigen Vampir verwandeln. Einen starken Vampir. Und jetzt sprich endlich den Zauber. Ich will diese Quade nicht länger ertragen müssen. Natürlich, Meister. Wie ihr wünscht. Hast du auch Walneres Blut dabei? Ohne das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat, funktioniert dieser Zauber nicht. Ja, Meister. Es war, wie ihr es gesagt hattet. Allerdings war es schon stark. Am Grab von Elaine im Boden versickert. Ich habe die Erde mitgebracht. Ah, okay, es ist clever. Endlich ist meine Zeit gekommen. Los, sprich den Zauber. Welchen Meister? Hier sind so viele Zauber drin. Du nichts nutzt. Den Zauber für die Belebung eines Blutgeistes natürlich. Natürlich, Meister. Hätte ich auch selber drauf kommen können. So, wo ist er denn? Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja, hier ist er. Malur Narabonas. Was war denn das? Keine Ahnung, irgendwie habe ich ein kribbeliges Gefühl im Bauch. Sprich schnell den Zauber weiter, bevor du mir noch umfällst. Natürlich, Meister. Welt, mach dich bereit. In nor yu far ot ara isnok luram asre. Du Wurm, was hast du getan? Nein, Meister, verzeiht. Das war wohl der falsche Zauber. Ich bringe das wieder in Ordnung, wartet. Jetzt ist er wohl auf dem Kopf auch in, als Blutgeist. Ich rate dir, diesmal den richtigen Zauber zu nehmen. Hier ist auf jeden Fall der richtige. Entschuldigt meine Unfähigkeit, Meister. Otrok Nuras Irif Klis Yoro Nufesvo Lumar Etnodar. Müsste so ein Chicken wiedergeboren werden. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Merkt, dass es aufhört! Schnell! Ich hasse Kotzmühlen! Ich weiß nicht, heißt der Zauber so Dreher in Blutgeist oder so? Scheinbar schon. Meister, wie konnte das passieren? Ich bin untröstlich. Verzeiht, Meister, das war wohl wieder der falsche Zauber. Haltet aus. Ich finde den richtigen schon noch. Wie wäre es mit dem hier? Ja, mach einfach! Irisknos fumlar urso vustromon am impatjol. Ich frage mich, was sich so die anderen Blutgeister gerade neben ihm denken. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Erdbeben. Erdbeben? Ja. Das sah doch mal nach dem richtigen Zauber aus. Ja, yeah, das sieht doch gut aus. Endlich! Endlich die Jahre voller Qualen, endlich vorbei! Meister, ihr seid wieder ein Vampir! Das habe ich doch gerade gesagt, du Nichtskönner! Aber Meister, ich habe euch doch das Buch gebracht. Ja, schon gut. Du hast deine Aufgabe erledigt.
Nun erzähle ich dir. Und nun erzähl meinem Freund den Weinarenden. Wo sind sie? Sie sind nun schon mehrere Jahre ein Paar, Meister. Und sie leben unter den Menschen. In Klenna, friedlich. Sie haben menschliche Freunde und seit kurzem eine Tochter. Sie leben unter Menschen? Ja, typisch Valnar. Wenn er sich nicht umbringt, dann lebt er unter Menschen. Valnar der Menschenfreund, Valnar der Menschenretter, Weltenretter. Und hier noch Valnar der Katzenfreund, ne? Ja. Und meine geliebte Elaine, die mich so schamlos betrogen hat. Und was meintest du eben? Sie haben eine Tochter, schaffen sie neue Vampire? Nun, nicht direkt, Meister. Ihre Tochter war der erste Vampir, den sie überhaupt erschaffen haben. Ansonsten gibt es wohl keine Vampire mehr auf der Welt, Meister. Keine weiteren Vampire? Gut, das ist im Moment kein sehr bedauerlicher Sachverhalt. Zu viele Vampire schaffen nur Ärger, merkt ihr das? Wir wollen doch keine neue Hetzjagd wie damals beim Heiligen Kreuzzug der Menschen gegen die Vampire unter der Führung von Vincent Weynard. Nein, das war nicht schön. Aber Meister, ihr macht mich doch nun zu einem Vampir, oder? Ihr habt es versprochen. Ich soll dich in einen Vampir verwandeln? Ja, ihr habt es doch versprochen, Meister. Obwohl du so lange gebraucht und dreimal den falschen Zauberer genommen hast. Ein Missgeschick passiert doch jedes Mal. Ihr habt es mir doch versprochen. Ich habe es dir versprochen. So, so. Na schön, als Stil. Oh ja, endlich, Meister. Darauf habe ich so lange gewartet. Endlich die Macht eines Vampirs zu haben. Erst einmal nehme ich das wertvolle Buch an mich. Und jetzt erhältst du deine Belohnung. Ja, beißt mich, Meister. Beißt mich. Das haben wir nicht gebissen. Das war für deine Inkompetenz. Wenn ich das jetzt nicht ganz verstehe, warum er das macht, ich meine... Asghar ist einfach nur böse. Das wissen wir doch aus dem ersten Teil. Was für ein Wurm. Und nun werde ich mir mal das Zauberbuch zu Gemüte führen. Da gibt es sicher den ein oder anderen nützlichen Zauber. Aber ich denke mal, es ist ja trotzdem dann sinnvoll für ihn, wenn er erstmal einen Diener hat. So, so. Sehr interessant. Und der Diener kann ihn ja nicht umbringen. Er hätte ihn einfach zu einem Ghoul oder sowas machen können. Wäre auch kein Problem gewesen. Oh ja, der ist doch gut. Hä? War da etwas? Hey, du kleiner Wurm, du bist doch wirklich tot, oder? Dachte ich's mir doch. So. Und jetzt weiter im Buch. Okay. Was ist hier los? Was zum? Wahrscheinlich jetzt... Irgendwie das, was zuerst in den Typen rein ist, wahrscheinlich jetzt zu ihm, oder wie? Scheinbar schon. Was ist das für ein merkwürdiges Kribbeln? Ah. Was passiert hier? Ich spüre Macht. Ich muss die Welt. Oh ja, was für eine brillante Idee. Meine Zeit ist gekommen. Ich sehe es ganz klar. Cool. Die Fähigkeit hat er im ersten Teil noch nicht gehabt. Aber... Weißt du, der Raum ist nicht gut gebaut, er kann nicht zentral durchgehen, weißt du? Ja. Also. Ja, da hätte noch eine dritte Reihe hingemusst.
Was erzählt ihr über eine Tochter? Ich glaube, ich verderbe erst einmal junges Fleisch. Haha. Ach ja, nach wie vor Asgars Lieblingsbeschäftigung. Lachen. Lachen, dämonisches Lachen. Und so kam es, dass Asgar wieder zu einem Vampir wurde. Viele Jahre musste er als Blutgeist unglaubliche Qualen erleiden. Doch nun sind sie vorbei, wie du dich vielleicht erinnerst. Simon, so können Vampire nicht wirklich sterben. Schlägt man ihnen den Kopf ab, so werden sie zu Blutgeistern, die in einer anderen Welt unendliche Qualen erleiden. Aber jetzt bist du nicht, wenn man den Kopf abschlägt, sondern einfach nur, wenn sie sterben, ne? Naja, man muss ihnen aber schon den Kopf abschlagen, um sie zu töten. Ne? Das wird ansonsten wahrscheinlich nicht so wirklich gehen. Also deswegen, Walner ist am Ende vom ersten Teil nicht gestorben. Das ist ja klar, er war nur gelähmt, ja. Ja, genau. Und dort befand sich auch Asgar, nachdem er von Valnar und Elaine geköpft wurde. Starken Blutgeistern ist aber möglich, sich für kurze Zeit in der reellen Welt aufzuhalten. Muss es nicht die reale Welt sein, oder? Und so war es Asgar nach vielen Jahren möglich, zu Strife Kontakt aufzunehmen und ihm zu befehlen, ihm das Zauberbuch zu bringen. Natürlich versprach Asgar ihm dafür, ihn dann auch in einen Vampir zu verwandeln, was ja durchaus viele Vorteile bringt. Doch du hast ja gesehen, was passierte. Asgar brachte Strife um und irgendetwas drang in Asgar ein. Von hinten. Asgar hatte plötzlich eine sehr düstere Vision von der Zukunft der Welt. Doch zuvor wollte er sich bei Valnar und Elaine rächen. Und so wartete er auf einen günstigen Moment, an dem Jaina völlig allein war. Ich hab's dir ja gesagt, das Intro ist noch nicht vorbei. Wir sind immer noch im Abspann vom ersten Teil. Ach, wie öde. Schon wieder ein Tag wie jeder andere. Valnar verrät immer noch nicht, wie ich neue Vampire erschaffen kann. Warum? Was soll so schlimm daran sein, Vampire zu erschaffen? Hier sind doch auch welche. Das geht auch gut. Aha. Und will endlich richtige Freunde haben. Menschen sind einfach nicht mehr meine bevorzugte Gesellschaft. Mit Vampiren könnte ich viel mehr unternehmen. Warum erzählen mir die beiden nicht endlich die Wahrheit über die Vergangenheit? Immer wenn ich sie frage, geben sie nur eine völlig belanglose Antwort. Ich mag es nicht, dass sie Geheimnisse vor mir haben. Och, und was kommt plötzlich? Ein kühler Wind auf. Ich kenne die Lösung für deine kleinen Probleme. Wer ist das? Hab keine Angst, meine Kleine. Ich bin da, um dir zu helfen. Ich kenne deine Probleme nur zu gut und ich bin gewillt, dir zu helfen. Was soll das heißen, du kennst meine Probleme? Nun, ich habe dich ein wenig belauscht. Und du hattest gemeint, du fühlst dich einsam und hättest gerne richtige Freunde, Vampirfreunde. Und ich weiß, wie man welche erschaffen kann. Woher sollst du das denn wissen? Es mag dich vielleicht überraschen, aber ich bin auch ein Vampir. Und ich kenne alle Geheimnisse. Du bist ein Vampir? Aber Valnar meint, es gebe keine weiteren Vampire auf der Welt. Ich finde es komisch, dass sie ihn Valnar nennt und nicht ja. Papa. Sie akzeptiert ihn wohl nicht so richtig als Vater. Du glaubst doch nicht etwa, was Valnar dir alles erzählt, oder? Was soll denn das? Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Oh, da irrst du dich aber gewaltig. Ich kenne ihn viel besser als du. Ich kenne ihn mindestens zweimal mehr als du. Und du klingst nicht sehr glaubwürdig.
Was sagst du, wenn ich dir sage, dass ich Valnar und Elaines Vergangenheit sehr genau kenne? Ich war ihr Begleiter. Dann erzähl mal. Ja, du bist wirklich eine sehr skeptische junge Dame. Aber gut, ich weiß beispielsweise, dass Valnar vor vielen Jahren seine geliebte Freundin verlor. Das verbindet mich mit ihm. Ich verlor meine auch. Also, das hat er noch nie gesagt. Er hat dir auch nicht erzählt, wie man Vampire erschaffen kann. Oder warum du es nicht sollst. Erzähl weiter. Mir scheint, ich habe nun doch dein Interesse wecken können. Ich schätze, du hast doch noch nie vom Heiligen Kreuzzug gehört, oder? Na, ich meine, das müsste sie ja, weil das ist ja wohl Geschichtsunterricht quasi, ne? Ja. Oder von Vincent Weynard? Ey, komm, von denen ist ja jeder Depp, von dem muss sie Aura gehört haben, ne? Ich meine... Sie wird wahrscheinlich völlig abgeschottet. Nein, ich bin eigentlich blond. Es gibt so vieles nicht, was ich nicht weiß. Und du würdest es natürlich brennend gerne erfahren, oder? Die ganze Geschichte, die ganze Vergangenheit, die ganze Wahrheit. Das wäre so ein bisschen, wie man jetzt sagen würde, und dir hat doch nie jemand was von Adolf Hitler erzählt? Zweiter Weltkrieg? Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, das wäre genau sowas, ne? Nein, davon hat mir noch nie irgendjemand erzählt. Was ist denn da passiert? Komm mit mir in mein Auto, dann kann ich dir erzählen. Oh Mann. Natürlich. Ich werde dir alles erzählen. Wie man Vampire erschafft, die Kräfte in dir. Einfach alles, was du wissen möchtest. Flieg einfach mit mir zu meinem schönen Schloss. Dort erfährst du alles. Ich weiß nicht. Was gibt es denn nur noch groß zu überlegen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Ja, dämonisches Lachen macht ihn bestimmt glaubwürdiger. Ja, ich wäre nicht Asgard, wenn man mir nicht trauen könnte. Was? Dein Name ist Asgard? Den Namen habe ich schon mal gehört. Natürlich. Ich sagte doch schon, Valnar, Elaine und meine Wenigkeit kannten uns äußerst gut. Vielleicht sogar besser, als es nötig gewesen wäre. Aska, ich glaube, Elaine erwähnt deinen Namen mal beiläufig. Du sollst genauso schlecht wie Valnar im Bett sein. Ich glaube, im Abspann vom ersten Teil hat sie noch gesagt, dass Valnar den Namen ab und zu mal im Schlaf gerufen hat oder so, ne? Ja. Beiläufig! Nun bin ich ihr also auch nur noch ein vergessenswertes Stück Vergangenheit. Ich glaube, ich gehe mal lieber. Bitte, wenn das dein Wunsch ist. Doch vergiss nicht, ich bin der Einzige, der dir jemals erzählen wird, wie man Vampire erschaffen kann. Naja, oder sie geht nach Hause und fragt ihren Eltern, wer Asgard ist, ne? Oder so, ja. Und wenn du jetzt gehst, erfährst du nie die Wahrheit über Valnar und Elaine. Ihre Vergangenheit, wie sie mich hintergingen. Wenn du jetzt gehst, wird die nächste Ewigkeit so verlaufen wie jetzt. Vor allen Dingen die nächste Ewigkeit, ja? Ja, das sind ein paar Jahre, ne? Das wird aber trotzdem noch ein paar tausend Jahre so weitergehen. Die werden dann rum-NPC, ne? Keine echten Freunde. Einsamkeit. Unzählige Rätsel. Die Rätsel. Wer kennt das nicht, ja? Wenn man einkaufen will, erstmal ein Rätsel lösen, ne? Sonst kommt man nicht in den Markt rein. Ich wollte gerade sagen, du musst erstmal in den Supermarkt reinkommen, ne? Dann hast du das Rätsel, wenn du die IC-Karte reinsteckst, musst du die richtige Tastenkombination drücken. Das ist immer schwierig, da habe ich jedes Mal Probleme dabei. Das ist ja quasi auch ein Rätsel, ne?
Und wenn du dein Handy einschaltest, geben sie die PIN-Code. Das ist quasi auch ein Rätsel. Das ist auch ein Rätsel. Du musst nur erstmal diesen Code herausfinden. Und ja, das ist meistens alles. Ist es so, wenn man dann irgendwo in seinem Schlafzimmer nachschaut, in so einer Schublade, und du an einem Briefumschlag, findet man möglicherweise die entsprechende Information. Genau. Aber wir sind doch heute Abend wieder zurück, oder? Natürlich. Vertrau mir, ich bin jetzt dein Freund. Na schön, gehen wir. Dann machen wir mal wieder speichern. Die Frage stelle ich mir auch. Und so begann die düstere Zusammenarbeit zwischen Asuka und Jaina. Er erzählte ihr vieles von den Ereignissen der Vergangenheit, dem Kreuzzug und seinem Ende. Von dem Aussterben der Vampire und den Vorteilen, ein Vampir zu sein. Doch er erzählte ihr bei weitem nicht alles. Aber anders als Valnar vertuschte er oft die Wahrheit mit geschickten Lügen und drehte alles nach seinen Wünschen. Jaina verlor vollkommen das Zeitgefühl und blieb bereits mehrere Tage fort. Sie wurde von Asuka immer tiefer in das böse Dasein der Vampire gezogen. Aber die müssen doch auch essen. Also Blut trinken, ne? Scheinbar nicht. Jaina fand schnell Gefallen an der Macht, die sie nun besaß. Und Asuka lehrte sie viele einfache Zauber. Es gelang ihm sogar, Jaina vergessen zu lassen, dass sie von Valnar und Elaine vermisst wurde. Diesen Rabeneltern. Und das wurde sie. Am ersten Tag ihres Verschwindens begannen Valnar und Elaine, sie zu suchen. In einer Fetch-Quest. Ich hoffe, wir dürfen vorher echt nochmal speichern. Nein? Sie ist immer noch nicht zurück. Sie ist schon 10 Stunden überfällig. Wir hatten ihr doch gesagt, sie soll nicht zu spät nach Hause kommen. Und nun haben wir schon Mittag. Ich verstehe das auch nicht. Bisher kamen sie doch immer relativ pünktlich nach Hause. Okay, ja, vielleicht mal 14, 18 oder 30 Stunden zu spät, aber... Vielleicht ist ihr was passiert. Sie ist nur ein armer, kleiner, schwächlicher Vampir. Wir sollten sie suchen. Ich meine, wenn sie zum Beispiel ins Nordgebiet geflogen ist, dann ist sie jetzt auf jeden Fall tot. Gibt es nicht einen Zauber, mit dem wir nach dem Rechten schauen können? Ich weiß nicht. Schau mal ins Buch. Warum muss sie jetzt nicht zuerst dort... Die Frage wollte ich auch gerade stellen, aber ich dachte, du wartest noch, bis du den Text vorliest, aber... Valnar, hast du zufällig das Buch woanders hingelegt? Wie bitte? Ist es aber nicht mehr da, oder was? Das Buch. Wo hast du es hingelegt? Ja, ich hab's doch gar nicht rausgenommen. Oh nein, Jaina wird doch nicht damit weggegangen sein. Aber warum müssen die jetzt nicht zuerst an diese Rüstung daran, an die Waffenständer daran gehen? Ich frage mich was Einfaches. Aber sie kann mit dem Zauber doch nichts anfangen. Oder etwa doch? Wir müssen sofort losgehen und sie suchen. Das ist jetzt sozusagen eine Anspielung auf das Ende vom... Also auf eines der möglichen guten Enden, ohne den Dieb, wo Jaina ja dann das Zauberbuch klaut. Genau, und dann sie Asuka wiederbelebt, aber Asuka dann sie tötet. Genau. So begann die lange Suche nach ihrer Tochter. Zuerst befragten sie die Dorfbewohner, doch die wussten natürlich nichts. Und so vergrößerten sie immer wieder ihr Suchgebiet, doch sie hatten kein Glück. Sie fanden nie einen einzigen Hinweis, wo sich Jaina gerade aufhalten könnte. Tage vergingen und langsam starb die Hoffnung nach Tagen, ja? Die Hoffnung auf einen Speicherpunkt. Es ist zwecklos. Jetzt haben wir schon die halbe Welt nach ihr... abgesucht. Und wir haben nichts gefunden, das uns weiterhelfen könnte. Wir haben versagt. Es ist fortgelaufen. Sie will uns nicht mehr sehen.
Vielleicht hätten wir ja doch mal die Wahrheit sagen sollen, sie nicht die ganze Zeit belügen sollen. Gut, dann wird es Zeit für Doppel-Selbstmord, ne? Wir waren schlechte Eltern. Valnar, wo ist dein Schwert? Nein, Elaine, das will ich nicht glauben. Es muss einen anderen Grund geben. Aber wir sind ständig ihren Fragen ausgewichen. Haben ihr so viel nicht erzählt. Es war das einzig Richtige. Glaub mir, es gab keine Alternative. Nein, 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 überhaupt nicht, nein, nein. Wir haben sie verloren. Gib nicht auf, Elaine. Warum sollte sie das Buch nehmen und verschwinden? Das ergibt doch keinen Sinn. Wir sollten weiter nach ihr suchen. Sie muss irgendwo sein. Taina, wo steckst du nur? Da hinten beim Tisch, garantiert nicht. Asgars Schloss. Wie bitte? Was meinst du eben, Valnar? Ha, aber ich hab doch gar nichts gesagt. Aber ich hatte was gehört. Asgars Schloss. Schon wieder. Asgars Schloss. Asgars Schloss? Asgars Schloss? Da haben wir noch nicht gesucht. Also bitte. Aber das Schloss ist doch seit Jahren völlig unbewohnt. Warum sollte sie da hingehen? Aber vielleicht ist Jaina wirklich dort. Warum gerade dort? Aber du hast recht, einen Blick sollten wir riskieren. Ey, da würde ich als erstes nachschauen. Da hätte ich auch als erstes nachgeschaut, gerade wenn es verlassen ist, ja. Ich meine, pass auf, nee, aus dem folgenden Grund. Ich meine, Jaina will ja die Vergangenheit der Eltern rausfinden. Vielleicht hat sie herausgefunden, durch irgendein Gespräch oder so, weil die Hunde halten sich ja gerne mal laut, dass sie früher auf dem Schloss mal waren. Na, also gerade das Schloss ist ja mal wirklich super verdächtig. Ich hatte jetzt gerade schon irgendwie die Hoffnung, dass du speichern könntest, aber... Plötzlich war diese Stimme im Wind. Keiner der beiden wusste, woher sie kam oder von wem sie stammte. Und doch sagte sie den beiden die Worte Asgars Schloss. So unwahrscheinlich es war, so merkwürdig es klang, aber Valnar und Elaine entschieden sich, den Ort aufzusuchen, den sie seit vielen, vielen Jahren so mieden. Asgars Schloss. Speichern! Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg weckt Erinnerungen. Dieser Weg. Meinst du wirklich, wir sollten hier hochgehen? Ich habe das gleiche ungute Gefühl, Elaine, aber ich denke, wir gehen wieder zurück und lassen unsere Tochter einfach hier und suchen uns eine neue. Aber falls wir Jaina doch hier finden können, dann sollen wir die Chance auf jeden Fall nutzen, ne? Aber woher kam die Stimme? Was geht dir nur vor, Valnar? Das werden wir hoffentlich herausfinden. Dann wollen wir mal. Oh, geil. Leute, das finden wir im nächsten Mal. Ja, raus. Ist natürlich doof, dass wir jetzt den Speicherstein wasten müssen, aber ja. Ja, wir werden uns wieder, wir werden das Spiel, das erwähnen wir ganz kurz noch, wieder ohne Cheaten groß spielen. Es gibt nur ein, zwei Modifikationen. Das heißt, wir werden mal wieder frei speichern, aktivieren uns, ne? Also Speichersteine, vielleicht schon zum nächsten Mal mal gucken. Und noch ein anderes Element werden wir uns ein bisschen erleichtern. Aber ich würde sagen, das war Vampire's Dorm. Ich war DC Steve und... Euer Let's Play Retro World. Und ihr könnt uns ja mal nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses langgezogene Intro so findet. Und ob es jemals enden wird. Tschüss.